Oh Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Eine Woche Sushi essen, nur Sushi essen ist vorbei, zum Glück. War echt leidend, am Ende hatte ich einfach null Appetit mehr. Ich darf heute was anderes essen. Natürlich esse ich Döner, was sonst? Wir sind für Döner bekannt. Und ich wollte heute was ausprobieren, und zwar einen exklusiven Trüffel-Edeldöner. Von Türkisch ist Nummer 1, bei uns geteilter Nummer 1 in München. Und es gab so eine Bestenliste, da hat das auch in die Top 10, Top 5 sogar geschafft. Also echt Respekt, der ist schon nicht schlecht. Und da teste ich heute den Rich Kid mit Trüffel. Ist einfach ein Döner mit Trüffel, aber nennt sich Rich Kid. Und noch eine Besonderheit, ich versuche den umsonst zu bekommen mit so einer App. Da kann man als Influencer sich anmelden und dann kriegt man ein paar Sachen umsonst. Die will ich nämlich testen, weil ich vorhabe, eine Woche davon zu leben, von dieser App nur. Das kommt aber erst im neuen Jahr, also. Aber davor erstmal testen, ob das alles klappt, ob die Läden da überhaupt mitmachen, wie das Ganze funktioniert. Und das versuchen wir heute zu machen. Ich freue mich auf Fleisch. So, ja. Der Typ bei Türkisch meinte, das ist nicht mehr aktiv. Das zählt nicht mehr. Echt schade, weil, wie gesagt, ich hatte mal vor, eine Woche davon zu leben. Und das sind 3 bis 4 Läden, das wären 3 bis 4 Mahlzeiten gewesen, weil so viele Angebote gibt es da auch nicht. Ich muss nochmal nachfragen, hoffentlich hier funktioniert das. Alternativplan, habt ihr schon mal einen Döner vom Rewe gegessen? Ich meine jetzt nicht den Tiefkühldöner Podolski-Style, sondern wirklich da, wo Leberkässemmeln und Würste verkauft werden und Fleischpflanzersemmeln oder Buletten, wie auch immer, wo. Kommt drauf an, wo ihr aus Deutschland herkommt, wie auch immer ihr das nennt. Und ja, der Rewe habe ich hier gesehen, als ich meine Sushi-Challenge gemacht habe. Weil hier habe ich immer das Supermarkt-Sushi gekauft, das gute Supermarkt-Sushi. Da habe ich gesehen, dass der Rewe da einfach einen Döner anbietet. Als Döner-Tester müssen wir den natürlich testen. Ich bin gespannt. Ich verspreche mir aber nicht allzu viel. Aber ich fand es halt witzig. Wie gesagt, schreibt gerne unten in den Kommentaren, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist einfach so zwischen den Grillhändel und dies, das ist einfach auch Döner. Da meine Leute. Netter Verkäufer, hat alles nachgefragt, will ich das, will ich dies. Also das ist schon mal top. Sehr zu empfehlen. Und jetzt schauen wir mal geschmacktechnisch, was der zu bieten hat. Also ich finde es immer noch witzig, wie der Döner da verkauft wurde, zwischen den Schnitzelsemmeln, halbes Hähnel und sowas. Hatten 2 Soßen zur Auswahl und eine scharfe Soße, bisschen scharf noch oben drauf, also ganz normal. Fleischtechnisch. Nicht so knusprig, aber es schmeckt, also so wie ich es erwartet hätte. Brot solide drinnen gelassen. Ist auch recht knusprig, ja. Also hat er direkt reingetan und dann beim Abkassieren, während des Abkassierens noch drin gelassen. So dass es eine ordentliche Zeit drin war. Fleisch war, wie nennt man das? Kennt ihr diese Buffet-Dinger? Oder Catering? Diese silbernen, wo man so aufklappt und dann ist das ganze Ding. Also da kam das Fleisch her. Ich glaube, er hat es halt runtergeschnitten und dann gelagert halt dort. Das ist jetzt kein großes Problem. Okay. Also vielleicht schmeckt es auch nur so gut, weil ich schon lange kein Fleisch mehr hatte. Einfach nur 7 Tage Sushi. Aber es schmeckt. Es ist kein Überkasse-Döner, natürlich nicht. Aber solide, gutes Brot. Frische Sachen. Frischer Salat. Gute Soßen. Stabiles Fleisch. Nicht wie bei dem anderen, bei dem Hauptbahnhof-Döner und Ostbahnhof-Döner, wo das
einfach nur hart und vertrocknet und den Zähnen wehtut. Das ist gut, das ist saftiges Fleisch. Hm. Also mir schmeckt für ein Rewe. Okay, bei Rewe erwarte ich auch keine schlechte Qualität. Also wenn man da eine Schnitzelsemmel oder Leberkässemmel kauft, schmeckt die auch. Und genauso habe ich es halt auch vom Döner erwartet. Ein sehr schönes Gefühl. Warmes Essen, Fleisch, verschiedene Sachen, Gemüse, Salat, Brot, Soßen. Kein Reis, Mann. Kein Sojasoßengeschmack. Könnten ruhig mehr Döner, mehr Rewe anbieten. Eine gute Idee von dem Besitzer hier. Hat sich wohl nach der Zielgruppe gerichtet. Fünfer, ein Rewe Döner. Kann man, glaube ich, machen. Wenn man Bock hat, noch eine Schnitzelsemmel oder so dazu kaufen. Leberkässemmel. Ja, auf jeden Fall nicht der schlechteste Döner, den ich jemals gegessen habe. Ist warm, ist lecker, erfüllt seinen Job. Gut gemacht, Rewe. Ich gebe mir jetzt noch den Rest. Das war's von mir, Leute. Ich habe gerne unten in die Kommentare, ob bei eurem Rewe auch euer Döner angeboten wird. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr gerne ein Like hinterlasst und wir wieder mal die 50 knacken. Sollte eigentlich jetzt mittlerweile Standard sein. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo, checkt die Videos ab, checkt die Streams ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Streams ab, habe ich schon gesagt. Live at supersaftig auf Twitch. Ansonsten, zieht euer Ding durch und vergesst nicht, serious business.